Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Knipser, ihr habt nochmal alles reingeworfen, habt eure Hausaufgaben erledigt. Am Ende hat es nicht gereicht. Was geht gerade in dir vor? Ja, pure Leere, pure Enttäuschung. Schwer, Worte zu finden, weil das, was heute wieder los war und was die Menschen hier abgerissen haben, ich glaube, das Ende ist nicht das, was hier die ganze Region verdient hat. Ja, wir wussten, dass die Chance da war. Wir wollten unbedingt das Heimspiel hier gewinnen, egal was am Ende bei rumkommt. Und es ist ein brutales Scheißgefühl gerade, dass wir das Ding am Ende nicht geschafft haben, dass wir am Ende nicht hochgehen. Ich glaube, die Enttäuschung ist gerade bei jedem so ein bisschen zu spüren. Auch wenn wir es heute nicht verloren haben. Absolute Leere. Also ich versuche das gerade einfach nur zu realisieren und in mir zu verarbeiten, aber ich glaube, es tut allen, uns, den Fans, dem Staff unfassbar weh, dass es am Ende nicht gerecht hat. Ja, ich hatte in Meppen schon eine Leere in mir, die habe ich noch nie gespürt. Ich habe schon oft verloren, das gehört zum Fußball dazu. Es gehören auch solche Rückschläge dazu, dass du es dann nicht schaffst, um auch dran zu wachsen, um besser zu werden. Aber nach dem Spiel in Meppen hatte ich eine Leere und ich habe diese Woche alles versucht, mich und auch andere nochmal irgendwie hochzuziehen. Und deswegen bin ich froh, dass wir unsere Hausaufgaben erledigt haben und uns wenigstens vernünftig verabschiedet haben von vor allen Dingen den Fans, was die Saison gemacht haben. Es ist geisteskrank, es ist nicht in Worte zu fassen. Und ja, jetzt ist natürlich trotzdem noch Enttäuschung, weil die Rückrunde, die wir gespielt haben, war phänomenal. Und ja, dann ärgerst du dich einfach, dass du es ja einfach in der Hinrunde beziehungsweise einfach nicht früher hinbekommen hast, weil ja, ich glaube, jeder einzelne Spieler, vor allen Dingen das Trainerteam, die Fans, haben mehr verdient als dritte Liga. Man ist irgendwo, nachdem man sich so zurückgekämpft hat, egal wie die Situation im Winter war, einfach nur enttäuscht, dass man gerade unseren Fans und alle, die es mit Dynamo Dresden halten, unseren Mitarbeitern und gerade uns als Mannschaft, dass wir uns nicht belohnen konnten. Und ich glaube auch, das hat man heute im Spiel gesehen, es war nicht so befreit wie die Spiele davor und haben zwar diesen Rückstand gedreht und das war unsere oberste Prämisse, dass wir, egal ob mit einem Sieg, aber dass wir vielleicht irgendwo in der Tabelle noch was erreichen, aber wir wollten mit einem Sieg unsere Fans mitnehmen und das als Startschuss einläuten für die neue Saison. Und dass die Fans nach Hause gehen und dass die wissen, okay, dort unten steht eine Mannschaft auf dem Rasen, die für Dynamo Dresden alles gibt. Du hast die Torjägerkanone überreicht bekommen, heute nochmal zwei Buden gemacht, insgesamt jetzt 25 Tore in dieser Saison. Was bedeutet das dir und kannst du dich da jetzt im Moment schon drüber freuen? Hey, für mich war es gerade nur entgegennehmen, es tut mir auch leid. Ich glaube, ich konnte den Leuten, die es mir übergeben haben, gerade nicht mal richtig die Hand geben und in die Augen gucken. Ich glaube, dass ich irgendwann darauf schauen werde und auch stolz darauf sein werde, weil mir auch gesagt wurde, dass ich der erste Mittelfeldspieler bin, der das geschafft hat. Das, glaube ich, schafft man nicht immer, aber nimm mir gerne das Ding weg und lass uns gemeinschaftlichen Erfolg haben, weil man muss dazu sagen, ich bin ja nicht hergekommen, um alleine Erfolg zu haben und das ist leider gerade ein Erfolg, wo ich sage, den krieg nur ich irgendwie überreicht und ich bin ja hergekommen, dass der Verein Erfolg hat und deswegen kann ich mich darüber gerade nicht freuen, aber irgendwann werde ich wahrscheinlich drauf gucken und sagen, war schon eine geile Saison. Ihr wart eben nochmal vom K-Block, der hat euch gefeiert für eine starke Rückrunde. Wie war es da, vor der Kurve zu stehen? Schwierig, natürlich. Stolz, dass man so eine Rückserie gespielt hat, aber natürlich Trauer und Enttäuschung zugleich, dass es am Ende dann nicht gereicht hat für diesen ganz großen Wurf, dass wir dafür belohnt worden sind, weil ich glaube, wir haben wirklich eine ganze Saison sehr, sehr lang gelitten, haben sehr, sehr viel gekämpft und es tut mir einfach leid für die Mannschaft und für die Leute, weil diese ganze Stadt, diese ganze Region hätte einfach dieses Erlebnis einfach verdient gehabt, dass es gereicht hätte. Es ist natürlich schön, wir sind ja auch dankbar, dass das so angenommen wurde und dass das auch so erkannt wurde, dass wir uns gesteigert haben, dass wir alles in der Rückrunde versucht haben. Trotzdem ist aktuell zumindest bei mir noch der Schmerz ein bisschen größer, dass wir uns nicht belohnt haben dafür. Ja, Wahnsinn, das ganze Jahr schon, die ganze Saison, wie sie uns unterstützt haben, egal wo, egal wie, waren sie immer da, haben uns immer lautstark unterstützt. Man hat immer das Gefühl, dass man ein Heimspiel hat. Egal wo man war und riesen Dankeschön, riesen Unterstützung das ganze Jahr über, heute auch. Immer an uns geglaubt, immer noch nach vorne gepeitscht. Ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit und nächstes Jahr greifen wir wieder an. Ja, ich glaube, dass sie aus der Seele gesprochen haben.
nicht nur die Fans, sondern auch Coach und der Trainer. Wie gesagt, das, was die Saison gemacht haben, also mit 10.000 Mann über 600 Kilometer zu fahren, jedes Spiel einen Auswärtsblock voll zu machen, Heimspiele, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal unter 30.000 hatten, das ist ja, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und ein riesen Dankeschön an die. Die schätzen das aber auch, was wir gemacht haben in der Rückrunde. Die haben ein gutes Gefühl dafür, was die Mannschaft leistet. Und wie gesagt, wir haben eine geile Rückrunde gespielt, haben es nicht da verloren, sondern in der Hinrunde. Und ja, ich hoffe, dass wir es so hinkriegen, das abzuschütteln, dass wir nächste Saison das aus der Rückrunde einfach mitnehmen können. Du hast auch ein paar Worte an die Fans gerichtet. Was hast du ihnen nochmal mitgegeben? Ja, dass Dresden schon immer diesen Zusammenhalt ausgemacht hat. Und ich weiß, wie bitter dieser Tiefschlag ist, dass in so einer Position, wie wir sie hatten, vor Meppen, dass wir uns nicht belohnt haben. Aber das hat Dresden immer irgendwo ausgemacht. Okay, mit Rückschlägen konnte man umgehen. Und diesen Rückschlag wollen wir nutzen, um noch stärker zu werden und gemeinsam den Verein dorthin wieder zu bringen, wo er hingehört. Danke.